Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Landstuhl natürlich mal wieder und es ist einfach bitter und es tut einfach nur weh. Unser SK Sturm ist ausgeschieden in der zweiten Runde der Europa League. Man hat das Hinspiel gegen das Rückspiel gegen den FK Haugesund zwar mit 2:1 gewonnen, aber Haugesund eben aufgrund des Auswärtstores mit dem Gesamtscore von 3:2 in der nächsten Runde. Die Norweger wissen wahrscheinlich selber nicht, wie sie das zusammengebracht haben. Aber ja, unsere Jungs bemüht das ganze Spiel über, aber glücklos ohne Ende. Und Haugesund hat halt wirklich diesen einen entscheidenden Moment gehabt mit dem Auswärtstor und uns damit rausgekegelt. Kommen wir zur Partie. Unsere Blackies heute ja beim Geisterspiel. Ich muss aber gleich mal feststellen oder ja an der Stelle erwähnen, stimmungstechnisch war das, auch wenn es heute Public Viewing war, eine ziemlich geile Sache. Also das war schon wirklich ein ganz, ganz, ganz anderes. War schon ein ganz, ganz besonderes Feeling. Also ich habe euch ja auch ein paar Aufnahmen da zusammengeschnitten, damit ihr auch das bisschen mitbekommt. Aber ja, ich glaube nicht, dass es am Support gelegen hat, auch wenn im Stadion unter Anführungszeichen nur Kinder drin gewesen waren. Also die Jungs haben wirklich versucht. Scheiß! Die Jungs haben es wirklich versucht, aber ja, es hat halt einfach nicht sein sollen. Sturm eigentlich in der ersten Halbzeit, klar, mit mehr Ballbesitz, man hat probiert aufs Tor zu gehen. Haugesund hat es defensiv auf jeden Fall souveräner gemacht als St. Pölten am Sonntag und die Blackies ja haben eigentlich auch im ersten Durchgang nicht so viele wirklich klare Torchancen, nicht so wahnsinnig viele klare Torchancen herausgespielt, aber man ist zum Torerfolg gekommen. Zunächst hatte Haugesund nach knapp 2 Minuten eine Chance, wo der Schuss dann knapp am Tor vorbeigegangen ist, danach aber eigentlich nur mehr Sturm am Drücker. Und ja, das 1:0 vielleicht auch etwas glücklich bei den Blackies, ich behaupte erzwungen. Philipp Husbeck, heute ganz starke Partie, wie ich finde, über die halbrechte Seite mit der Hereingabe und dann ist es mit dem Kopf, ich glaube Sandberg, der hat im Hinspiel noch getroffen gegen uns, der eben ins eigene Tor ablenkt und das 1:0 für unsere Blackies dann erzielt, in Minute 18 passiert herum. Und ja, das war eben eigentlich schon der Dosenöffner. Sturm hat es dann weiterhin versucht im ersten Durchgang, aber die einzig richtig gefährliche Chance meines Erachtens durch Lubic. Der zieht dann vom 16er knapp ab und sein Schuss geht auch ganz knapp drüber in Minute 35. Mit dem 1:0 geht es in die Kabine. Im zweiten Durchgang dann unsere Blackies eigentlich mit ein bisschen mehr Druck. Man versucht dann wirklich alles, um wirklich das zweite Tor zu machen. Zunächst hat Janscha eine Chance, der Ball wird souverän gehalten, aber dann in Minute, ich glaube, 47, 48 herum, das 2:0, rechte Seite wieder. Der quirlige Husbeck, der sich durchtankt, zu viel Platz hat, gut für uns, der Reingabe auf Lubic und der macht dann sein Tor und das 2:0 für Sturm. Gleich nach der Pause eigentlich ideale Voraussetzungen, um eben die nächste Runde zu erreichen. Sturm versucht dann auch wirklich alles aufs dritte Tor zu gehen. Man hat einfach im Abschluss Pech. Natürlich ist auch zu erwähnen, dass Thorsten Röcher leider verletzungsbedingt dann frühzeitig raus musste und für ihn kam dann Philipp Hosiner. Und der sollte auf jeden Fall so ein bisschen die tragische Figur auf der schwarz-weißen Seite in dieser Partie noch sein. Sturm versucht es eben, hat Möglichkeiten. Kitaishvili wie immer bemüht, aber glücklos auch im Abschluss. Und dann aus dem Nichts, ich glaube Minute 65, 70 herum, bam, ein Schuss von Haugesund und der ist drin. Ich glaube,
Krügier oder keine Ahnung, wie er heißt. Der hat im Hinspiel, glaube ich, schon getroffen. Die 34 von Haugesund. Der zieht aus, ja, auch knapp 16 Metern ab. Da sind unsere Defensivleute einmal schläfrig. Haugesund hatte nichts, aber wirklich gar nichts in der Offensive ansonsten zu bieten. Und ja, mit einem Strahl geht der Ball unhaltbar für Siebenhandel ins Netz. Und das war eben das Auswärtstor. Und das war eigentlich auch, ja, so ein bisschen die Vorentscheidung. Sturm hat es aber dann nochmal probiert. Die letzten 20 Minuten waren die Blackies am Drücken. Man hat auch Leitgeb noch eingewechselt. Aber immer wieder hatten die großen Möglichkeiten Hosiner. Aber Philipp Hosiner war einfach heute der Mann mit dem, ja, mit, sorry, ich muss es so sagen, mit der Scheiße am Stiefel. Der hat versucht, eine Riesenmöglichkeit, wo er, glaube ich, von Lubitsch schön freigespielt wird, komplett allein am 16er und dann, ja, vorbei am Keeper der Schuss und ein Spieler von Haugesund kann ihn dann gerade noch abwehren. Und so geht es eigentlich auch weiter, die letzten 20 Minuten. Sturm versucht es, probiert es, auch der eingewechselte Lehmer glücklos. Man versucht es, versucht es, aber der Ball will nicht rein. Und Philipp Hosiner eben vergibt zwei, drei große Möglichkeiten auch noch. Dann noch eine Szene, so in Minute 83, glaube ich, wo man vielleicht über Elfer hätte diskutieren können. Zunächst ein Distanzschuss unserer Blackies, der wird kurz abgewehrt. Hosiner rennt zum Ball, der Keeper von Haugesund kommt raus, erwischt Hosiner in der Wiederholung. Sieht man es ganz gut, doch ein bisschen am Fuß. Vielleicht, ja, eine Kann-Elfmeter, muss nicht Entscheidung. Auf jeden Fall haben die Blackies den Elfer nicht bekommen und ja, am Schluss blieb es dann halt beim 2:1, also ein sehr bitterer Sieg, weil man eben wieder frühzeitig ausgeschieden ist in der Europa League. Zumindest hat man die Unserie international jetzt endlich mal beenden können. Man hat mal wieder ein Heimspiel gewonnen, das positiv. Man war die bessere Mannschaft und ich behaupte auch ganz ehrlich, Haugesund hat heute eine Menge Glück gehabt. Aber es hilft nichts, die Norweger dürfen jubeln und unsere Schwarz-Weißen halt sind mal wieder, ja, so ein bisschen die Deppen. Aber Elias! Oh! Ah! Aber ja, es hilft halt nichts. Die Jungs ausgeschieden. Man sieht wieder den Kürzeren und das heißt international, wenn man sich denn qualifiziert, weiter hoffen auf nächstes Jahr. Ich bin wie immer natürlich auf eure Kommentare sehr, sehr gespannt. Was sagt ihr zur Leistung unserer Blackies? Und ich würde sagen, vor dem her verabschiede ich mich und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lanz TV. In diesem Sinne, euer Elias. Nichtsdestotrotz natürlich auf die Schwarzen. Die Jungs haben brav gekämpft, da gibt's nichts. Und ja, bis dann. Meisterschaft und Cup-Sieg habe ich. Ciao, ciao.